Okay, so das war die Wartebereich hier, die Leute, die arbeiten. Okay. Hier wurde drin gearbeitet praktisch. Okay, und da ist die alte Schaltung. Und da haben wir hier so eine Okay. kleine Ausstellung, was früher so mal hier da war. Nicht mehr 100%, weil die Technik ist weggekommen, aber wir haben so analog was wieder hereingeholt. Und sind Sie auch mit der Bahn verbunden? Also sind Ja, Sie okay? ich war 45 Jahre Quatsch, ja, Eisenbahner. okay. Ja. Super. Und auch in Sachsen? Hier, direkt hier Okay, an auf der dieser Strecke. Strecke. Oh, super. Ja. Ja, das freut es mich, ja, ihn kennenzulernen. Später war, ich war zwar die letzten Jahre, 10 Jahre, weil da hier nicht mehr da war, in Okay. Leipzig arbeiten, auch bei der Bahn, aber die ersten 35 Jahre habe ich hier an dieser Strecke Okay. gearbeitet. Also von Chemnitz bis Dresden, Nein, oder? von nebenan. Klingberg, Klingenberg, okay. Edlegrone und Tharandt. In Da, Tharandt war ich also, okay. zuletzt dann Bahnhofschef. Schön. Okay, das sind die alten Pläne. Alte Pläne, ja. Und das ist für die Netzwerk. Ja, kann man im Groben sagen, hier zur Bedienung der Signale oder Weichen, die ja Okay. gebraucht werden, um hier rüber zu fahren, hier rüber zu fahren. Und das ist nur dokumentarisch beleuchtet, es ist nicht mehr bedienbar, weil im Hintergrund waren da Relais erforderlich. Und Okay. diese Relais sind ja nicht vorhanden. Es ist bloß mal zur Dokumentation, dass das Rot bedeutet, das Gleis ist besetzt. Signal Grün, Signal Rot. Hier die Strecke ist besetzt, so dass man das mal denn dokumentieren kann. Aber Okay. funktionstüchtig ist es natürlich nicht. Und das bediente ja diesen Schiebeluftbetrieb die ganze Zeit. Und selbst zu E-Lok-Zeiten war es so, dass selbst fast alle Güterzüge brauchten eine Vorspeiseluft. Das hing damit zusammen, elektrisch durfte nicht nachgeschoben werden. Bei den unverständlichen Körpern und so weiter. Wir haben ja auch hier in dem Werk, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, schon Zugpumpen. Hier oben stand ein Druckmaster. Das Gebäude steht heute noch, das ist von einem ehemaligen Eisenbahner, der das als Wochenende noch nutzt. War ein Druckmaster. Selbst auch das hat nicht funktioniert. Und deswegen, wie gesagt, war hier ein Nachschieben damals nicht möglich. Heute geht das schon ein bisschen anders und wir brauchen ja heute auch keine Güterzüge. Also, hier gibt es im Moment zwei planerische Güterzüge am Zug. Wir haben hier Ende der DDR-Zeit, waren wir hier 25 in jede Richtung gefahren, 25 hoch, 25 runter. Das ist also auch nicht nachvollziehbar. Meine, das ist ja hier die Hauptachse. Breslau, München. Die wurde Captain vorgelegt, Haddock, wir haben hier fünf Tintin, Schnellzüge zwischen Thompson Bulle and Thompson, und München, auch hier die Schiffbahn Opera und so Singer. weiter. Haben wir alles noch da, hier, diese Fahrpläne. Und dann, selbst nach der Wende, gab es zwei. Am Anfang eben, 1946, da in München, und dann kam 1946, weil der Zuspruch war groß, der auch von Polen bis nach München fuhr. Welche kann da? Und so. Und auch wie gesagt, hier, und das ist ja alles weggebrochen. Und heute jammern wir auf der Autobahn hier, Stau, A4, Berlin-Dresden. Denn eigentlich, die kommen alle von Polen, könnte man wieder vom Verkehr auf die Strecke wieder bringen. Aber das ist nicht gewollt, scheinbar. Aber das wollen wir heute jetzt weiterführen, das würde zu weit gehen. Ich will euch kurz nochmal das vorführen, weil das ist heute ja so, dass hier wurde im Prinzip eingestellt, welche Fahrkarte verlangt wurde, dann wurde die Pappe hier eingeführt und mit dem Madame dann schön der Hebel. Jugoslawien einbegriffen.
Und das ist eigentlich für so einen Kleinbahnhof eine, ja, ich sag mal, schon eine Sensation, dass die sowas hat. Wie Rabenau im Schmalspurbereich, die haben Stiele ins Ausland mit der Bahn geschickt hier. Das, ja, das war ja früher üblich, kennen die jungen Leute heute nicht mehr. Zu DDR-Zeiten gab es eine Festlegung, alles, was über 50 Kilometer war, musste mit der Bahn befördert werden. War teilweise Blödsinn, wenn man so will. Denn da wurde manchmal 50 Kilometer war quer durch Dresden und da musste das mit der Bahn befahren werden. Aber hat natürlich auch gewisse Vorteile gehabt. Es war ja nicht auch der große LKW-Betrieb, wie es heute ist. Und damit war der auch aus der Stadt raus im Wesentlichen. Aber es hatte natürlich auch Nachteile. Was heute wieder anders ist, heute ist der LKW der Lagerplatz von der Firma. Und damals hatten die alle eine Lagerhalle. Das wird heute gespart, das steht auf der Autobahn, heute gerade sonntags irgendwo auf dem Bahnplatz. Ja, denn größere Betriebe hatten ja früher alle ein Anschlussgleis. Es war nicht so, dass da irgendwo auf dem Bahnhof ausgeladen werden musste. Ne? Und deswegen, wie gesagt, um das abzukürzen, hat man immer das Begehen hier, die Bauern, also ich selber habe es nicht mehr erlebt, aber in den 50er Jahren, haben die auch mit Ochsenfuhrwerken bis dort unten auf der Kreuzung gestanden und brachten Kartoffeln zum Einladen in die Eisenbahnwagen, die dann irgendwo hingehen. In Klingberg am Bahnhof war ja direkt von der LBG eine große Kartoffelsortieranlage, die dort hier die Kartoffeln sortiert haben, in der Eisenbahn rüber mit Förderband und weggeschickt. Heute ist das gar nicht mehr denkbar, dass sowas stattfinden würde. Ja, und die Leute mussten natürlich auch zwischen den Fuhrwerken dann zum Zug laufen. Das zweite war, dass die ja immer, wie wir es bis in Klingberg bis fast zuletzt hatten, bis der Bahnhof umgebaut wurde, mussten die über die Schienen laufen, um an den Nachbargleis zu kommen. Und in Edlecrone hat man eben dann 1907 das gebaut und den Tunnel zum Mittelbahnsteig. Und damit war dann natürlich ein völlig ungefährlicher Übergang möglich. Was heute noch da ist, das ist schön. Was hier fehlt, ja, ist natürlich für Behinderte, Fahrradfahrer, Kinderwagen, kein Fahrstuhl. Aber ich sage immer so, es soll keiner so laut reden heutzutage. Wenn ich die Zahl der Leute sehe, die täglich hier heute in Edlecrone mit dem Zug fahren, da würde man wahrscheinlich eher den Halt wegfallen lassen, und als wie einen Fahrstuhl bauen. Das ist, ja, es ist halt so. Ne? Denn ihr seid ja alle teilweise schon ein bisschen älter. Hier war ja was los. Ja, ja, ein bisschen älter. Ist doch nicht alt. Na? Älter bist du eigentlich schon, wenn du 40-Jähriger bist und neben 30-Jährigen stehst. Ja, nee, es war ja hier wirklich früh so im Berufsverkehr, dass hier drei Busse kamen und hier die Halle voll war. Und montags oder am Monatsende, wenn Wochenkarten, Monatskarten, dann standen die bis hier raus in der Schlange, ja, bis zum Vorkartenschalter. Kennst manche bestimmt erinnern. Und drinnen dann die Arnold Gertrud, wer die Frau noch kennt. Die hat dann geschwitzt hier. Oder wenn die noch nicht da war beim ersten Zug, da hat sie der Vordienstleiter noch gemacht und musste sehen, wie der nur seine Geschäfte rief und überkriegt. Also das ist ja heute alles anders. Ja, ist ja teilweise gut so. Was schlecht ist, und Leute, ihr glaubt das nicht, wir sind ja auch öfter mal da hier in der Woche und arbeiten ein bisschen was. Aber wisst ihr, wie wichtig hier manchmal jemand wäre, mit dem die Leute reden können? Wir haben hier unten, haben wir ja in der Jugendherberge hier diese Asylbewohner, die kommen ja her, ausgestattet mit 50 Euro, wo sie so herkriegen, ist mir jetzt egal, will nicht über die Finanzen mit euch politisch diskutieren. Aber kommen die her, der Automat nimmt aber bloß maximal 10 Euro. Der wechselt nicht. Hier nur, wir wollen Fahrkarte. Ja, das ist ja schon gut, dass die eine Fahrkarte wollen für die Bahn eigentlich. Aber die können nicht bezahlen, obwohl sie wollen. Und da gehen solche kleine Sachen los. Oder wie ist es hier mit dem Bus und wie fährt denn das? Das sind so viele Fragen, die kann eben keiner mehr beantworten, weil keiner hier ist. Das ist ganz schwierig. Da. Und das nächste Problem ist ja, hier hilft dir ja auch kein Handy. Wenn du hier kein D1-Netz hast, da gibt es ja oben in Matz
Den 2 ist hier nicht da. Ja, das D1-Netz ist der Mast hier oben. Aber die Masse hat heute D2. Ich sag mal, aber im äußersten Notfall kann man auch im Zug beim Schaffen eine Fahrkarte kaufen. Da kann irgendwie wechseln. Da kann irgendwie. Ja. Meistens ja. Bei 5 Euro wird schon mal kritisch. Ja, gut. Man geht ja heute davon aus, jeder hat eine Karte. Die Karte geht, das stimmt aber hier auch nicht. Weil ja der Kartenautomat läuft ja wieder über die Post, also Telekom heute. Und damit ist da auch manchmal eine Störung drauf, sodass du nicht mehr mit Karte bezahlen kannst. Also Leute, hier haben wir schon so viel erlebt. Ne? Dann hast du die Schaffner, die setzen die Leute mit Hund aus, weil die sagen hier, nee, wir sind voll besetzt, da kommt kein Hund in den Zug rein. Und lauter solche Sachen, die fahren wir dann mit dem Auto nach da rein, der erstmal nimmt sie wieder mit. Also es läuft mal so ein paar Episoden, was da heute abläuft. Früher war immer jemand da und hat immer dafür sorgen können, dass eine Möglichkeit entstand, wie da jemand kommt. So, das ist heute eben nicht mehr da. Wo ich drüber staune, ich war schon zu DDR-Zeiten früher hier, weil ich bin an der Strecke groß geworden, ist, dass die Busse eigentlich immer noch den Bahnhof anfahren und eigentlich auch, wenn man die Strecke daran sieht, hier unten lang, darüber immer Busverkehr ist in der Woche. Das ist ein Wunder, denn ich kenne viele Dörfer hier im Gebirge, die kennen Bus gar nicht mehr. Und das ist, obwohl hier, wenn ich sehe, wie die Busse besetzt sind, ist das eigentlich zu DDR-Zeiten nicht vergleichbar. Ja, warum der Bahnhof so was Besonderes ist, kurz noch, ist ja dem geschuldet, dass ein Baustil hier entstanden ist, den der damalige sächsische König beeinflusst hat. Und zwar hast du hier oben im Wald die sogenannte Königskanzel. Und dort hat er die Jagd beobachtet, die hier teilweise stattgefunden hat. Und hat damals gesagt, wo das war, scheinbar musste der auch zustimmen, wie es heute auch so ist, sonst kriegst du kein Fördergeld, dass hier was Besonderes will er sehen vor seinen Augen. Und da hat er seinen Architekten hier, Hofarchitekten, beauftragt, dieses Gebäude zu entwerfen. Und das ist dem Bergbau nachempfunden, denn Edle Krone, der Name, stammt ja aus dem Bergbau. Denn 1520 rum gab es hier die Grube Edle Krone. Der Haltepunkt hier hieß anfänglich Högendorf. So, aber nur die ersten 12 Jahre. Also in Dresden gibt es einen Straße-Hockendorfer Weg. Ja. Und dann wurde er praktisch hier umgewidmet in Edle Krone der Grube entsprechend. Was ich immer sage, das wisst ihr auch, Edle Krone ist ja eigentlich von der Größe her, war das ja so gut belegt mit 2 Hotels und einer Pension. Und Taxi unter mir. Ja, das alles, ja. Muss ich mal sagen, bei der Bahn ist ja so, jetzt ist das ja alles anders, aber früher war das so, da hat er der Fahrdienstleiter, wenn jetzt ein Unfall eintrat, das war hier ganz schwierig, Christian, ne? Du warst hier, du kannst das sagen, da musstest du exakt wissen, wo du einen Krankenwagen, die Polizei, die Feuerwehr bestellen musstest, weil wirklich, der Kilometer, wo gehört denn der gleich hin? Ach, Dorfheim, oder? Nee, der sich überfahren hat lassen, der liegt ja in Heckendorf. Nee. Es war tatsächlich ganz schwierig hier und da haben die wirklich manchmal gesagt, ist das dort? Sonst kommen wir nicht. Ja, ja. Das ist alles, aber bloß mal so ein paar Episoden mit, weil wenn ihr aus der Gegend seid, dann kann man ja das irgendwann ab und zu mit loslassen. Für Dresdner spielt das ja keine Rolle jetzt so in dem Sinne. Ja, also das wäre jetzt sowas. Und der Baustil hier der Wartehalle, wir gehen ja dann gleich mal rein, der ist ja dem Bergbau nachempfunden. Denn der hat hier eine sogenannte Göbelhalle geschaffen. Man sieht das an den Mittelpfeiler. Und um diesen Pfeiler, wer schon mal so einen Göbel gesehen hat, im Gebirge oben gibt es die noch zu sehen, im Bergbau. Ja, in Georgenstadt ist was noch, unter Augustusburg hast du noch die Gäbelhalle über den Tiefbrunn, wo die Pferde praktisch rumlaufen. Und das hat er hier nachempfunden bei dem. Das ist auch architektonisch hier für einen Bahnhof einmalig. Das gibt es jetzt wirklich noch so in der Form. Und da gehen wir mal kurz rein.